Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Laut und klar. Aufeinander zugehen, da ba du da. Wir wollen aufstehen, da ba du da. Aufeinander zugehen, da ba du da. Das Aufeinander, Nachbar werden, das Geschehen allein. Das Aufeinander, Freunde werden, dafür setzen wir uns ein. Zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Wir wollen aufstehen. Das ist ganz toll. Wir klatschen uns alle. Ja. Wunderbar. Wenn der Bürgermeister kommt, das gefällt ihm sicher. Aber wo ist er? Ja. Wenn er kommt, beginnt gleich die Musik oder zuerst die Begrüßung? Nee, zuerst die Begrüßung. So. Also, ich möchte jetzt bitten, herzuschauen. Wer den Bürgermeister noch nicht kennt, wir machen es hier nicht so ganz offiziell, weil wir hier schon fast alle befreundet sind. Also derjenige, der Herrn Bürgermeister noch nicht kennt, das ist Herr Dr. Günther Tretenhahn und das ist die Rätin, jetzt muss ich mal lesen, Magi Korda. Ja, das ist richtig. So, also, wir klatschen mal. So, jetzt möchte ich noch den Österreicher, die das noch nicht wissen, unsere Frau Bürgermeisterin Radka von Mankova vorstellen. Bravo! Und dadurch, dass Herr Bürgermeister hergekommen ist, sogar im Krankheitszustand, machen wir das, tun wir es ein bisschen umorganisieren und wir setzen uns, oder die für die es schlecht ist, das zu stehen, sind mehrere hier, die setzen sich hin und Herr Bürgermeister setzt sich auf. Oh, danke. Teď bych poprosila, jestli by ta Bea mohla zhruba přeložit to, co jsem říkala. Takže my tady vítáme starostu z města Bizamberg, což se právě teďka ukázalo, že po několikáte tady, takže v podstatě pro většinu z vás není potřeba ho představovat. Jmenuje se pán a já zase už nevím, Günther Tretenhahn. Takže tady pán starosta přijel, i když je chudák pochroumaný ve neúplně dobrém zdravotním stavu. Takže přivítáme ho ještě jednou potleskem, ať slyšíme, že Češi to taky zvládají. Tak a pak tady máme ještě Margot Korda, slyšíte slovo? Takže Margot Korda, taky. A naši paní starostku Radku Formánku předpokládám, že vítáme, ale přes to tak, výborně. Prosím vás, ti z vás, komu je dlouhé stání náročné, klidně se posaďte. Přilepte si trošku tady na smůlu, jen ať se to tady pěkně peče. Tam není smůla. Jo, není tam smůla. Že je to suchý. Takže opravdu nebojte se, sedněte si, kde potřebujete.
Und die Bürgermeister, die gehen als Ersten, weil die anderen, die haben Angst. Tak abyste vtip pochopili i Češi, tak starosta a paní starostka si musí sednout jako první, protože ostatní se budete bát si první sednout, takže... A kde jsou dvě? Tady na ty lavičky. Projektu začal vlastně před rokem. Hlavním tahounem byla tady paní Rosemary s kolegyní Dagmar. Ti jsou ti prostě, kteří to opravdu celou dobu tu byzamberskou část táhli. Samozřejmě za podpory pana starosty z Byzamberka. A z naší české strany samozřejmě paní starostka Katka Formánková, ta tomu přidala asi nejvíc. No, nemohu souhlasit. Nejvíc tomu dala teda paní Dáša Švajce. Also, dieses Projekt konkret war, hat vier so Punkte. Das erste war, dass wir in Byzamberk waren, ganze Bus, manche sind hier, die auch da waren. Da haben wir einen Freundschaftsbaum gepflanzt im Schlossgarten. Das zweite waren so Kurse, so Deutschkurse. Trotzdem, dass die Deutschkurse waren, haben die Tschechen immer noch Angst zu sprechen, aber ich glaube, durch dieses Wochenende ist es ein bisschen besser. Jetzt das dritte ist dieses, also dieses Wochenende, was so Workshop war, Kennenlernen von Kognitze und Umgebung. Und heute wird es praktisch mit der Freundschaftsbaum pflanzen fortgesetzt. Nächste Woche, und das ist jetzt wichtig, am Freitag, den 6. glaube ich, Freitag, 6. um 18 Uhr, also um 6, findet eine Ausstellung in Synagoge statt. Von den Künstlern von Byzamberk, von Fotos, von dem Projekt und so weiter. Und damit ist dieses Projekt beendet und ich hoffe, dass die Freundschaften, die entstanden sind, dann weitergeleitet werden und dass auch Byzamberk zu uns kommen und wir nach Byzamberk, dass das so schön weiterläuft. Tak toho bylo hodně, takže to vezmeme postupně. Celý tenhle projekt měl čtyři body. První bod byl ten, že se autobus plný Čechů napakoval a odjel do Byzamberku. Tam se vlastně s místními rozhodli zasadit strom. Tehdy to byla borovice v zámecké zahradě. Lípa, jasně, česká lípa. V zámecké zahradě. Druhý bod byly potom kurzy němčiny, ty byly tady, byly to víkendové intenzivní kurzy, kde se pár lidí toho účastnilo a chudákům šla hlava kolem, věřte mi, byla jsem u toho. Bohužel je to tak, že pořád ještě někteří lidi se trošku bojí německy mluvit, ale přesto snaha byla a každopádně se to vyplatilo. Třetí bod je vlastně teď, takže vítejte na třetím bodě. Teďka tady vysadíme opět strom přátelství a posledním bodem bude příští pátek 6. v 18 hodin v synagoze. Bude výstava obrazů a fotografií právě od umělců z Byzamberku, kteří vlastně všechno zdokumentovali ohledně tohoto projektu. Gebe ich Wort an Bürgermeister, wenn er was sagt. Also danke für diesen herzlichen Empfang, den Sie uns bereitet haben und Entschuldigung, dass wir nicht ganz pünktlich waren bei diesen heißen Temperaturen. Herr Bürgermeister, wir sind gerne in diese wunderschöne Gemeinde gekommen und den Anlass, dass wir da einen Freundschaftsbaum pflanzen, den ergreifen wir wirklich von ganzem Herzen gerne. Einerseits, weil es um einen Baum geht und andererseits, weil es um die Freundschaft geht, die uns verbindet. Und ich glaube, dass es keine Momentaufnahme ist, sondern etwas, was Bestand haben wird. Und vielleicht schaffen wir da noch ein bisschen mehr, es zu intensivieren. Wir sind ja fast Nachbarn. Es ist ja nicht eine große Distanz zwischen Dolnekunice und Byzamberk. Und wir kommen gerne und wir freuen uns, wenn die Menschen von hier mal uns besuchen. Und weil man ja auch nie mit leeren Händen kommen soll, da haben wir ein kleines Präsent mitgebracht in Form von
Biesenberger Wein, das ich gerne überreichen möchte, bevor wir dann einen Baum pflanzen. Vielleicht Andreas Hilfsmutter. Sehr gerne. Wir haben das da verpackt für Bürgermeister und das soll eine kleine Kostprobe sein. Ein kleiner Gruß aus Biesenberg. Danke für den schönen Empfang. Tak, pan starosta v prvé řadě se omlouval, že vás nechal tak dlouho čekat, hlavně v tomhle vedru. Každopádně cesta byla hebolatá, ale nějakým způsobem se sem dostal. Moc se mu líbí tenhle projekt z hlediska celé té idei přátelství. Přirovnal to vlastně k tomu, že jsme v podstatě sousedé. Biesenberg je vlastně opravdu kousek odsud, v sousedním státě. Celkově ta idea toho, těch stromů přátelství se mu líbí a doufá, že ta spolupráce bude ne krátkodobá, ale dlouhodobá, že opravdu i z téhle strany Češi budou rádi autobusem jezdit do Biesenbergu, aby jim tam mohli ukázat krásy místní, jak folklorové, tak všechny ostatní. Asi jste to všichni pochopili, ale přesto zopakuju. Pan starosta donesl místní víno z Biesenbergu, předal ho tady paní starostce. Chcete ho zvednout? Zkusíte si to? Každopádně teda takový prezent ze strany Biesenberga. Ja, also, ich hoffe, dass wir jetzt einen schönen Nachmittag verbringen bei den sommerlichen Temperaturen und bin schon gespannt, was alles jetzt noch quasi vor uns liegt. Já svou řeč hlavně tím, že se mu tenhle projekt velice líbí a že sám ani neví, co ho tady teďka bude čekat, tak je úplně natěšený, jaký program jsme si pro něho připravili. Potom tady Dagmar si vzala slovo, ona byla vlastně organizátorkou z hlediska biesenbergské strany i společně s Rosemary a vlastně poděkovala hlavně Dagmar Schweitzer, která tady všechno zorganizovala, všechno vykomunikovala, byla vlastně takovou spojkou, tak to bylo nazváno, spojkou mezi dvěmi městy, jak jazykovou, tak organizační a i když je, jsem tam i trošku zahlcovala a protáhla je každou škvírou Dolních Komunic, ukázala jim tady všechno a někdy trošku i, už i polevolovali v nohách, tak prostě dostali dost, co chtěli a jsou nadšení, že tady můžou být a doufají, že bude další spolupráce. Děkuju moc. Se tady z našeho projektu, za který bych nejvíc poděkovala paní Rosemary, paní Dagmar a druhé paní Dagmar. Děkuju moc. Ještě bych chtěla říct, že v Kounicích je opravdu dobře, protože jak jste si všimli, i pan starosta odhodil berle a je mu zřejmě lépe. Tak, zase si jdeme to rychle překlad. Tak, z hlediska organizačního připravili jsme si překvapkový program pro pana starostu, protože ten nás posledně překvapil tím, že udělali dortu Biesenbersko-Dolnokounickou. Tak proto máme i my pro něho překvapení, aby jsme se jako kdyby odvděčili za to. A teď teda němčinou přiložíme paní starostku, tak chvíličku ještě vydržte. Frau Bürgermeisterin wollte sich auch bedanken, hauptsächlich bei der Rosemarie Dagmar und die zweite Dagmar, wo es, wie es genannt wurde. Es ist natürlich toll, dass wir alle hier sind und man kann merken, dass hier in Dolnikowitz es wunderbar und schön ist, weil sogar auch der Herr Bürgermeister die Krücken weggepackt hat. Daher, alles prima hier. Wir wollen aufstehen, aber nur daran, aufeinander zugehen. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Viel zu lange rumgelegen, viel zu viel schon lamentiert. Es wird Zeit, sich zu bewegen, höchste Zeit, dass was passiert. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Jeder hat was einzubringen, diese Firma ist wunderbar. Neue Lieder wollen wir singen. Neue Texte, laut und klar, wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen,
miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Diese Welt ist uns gegeben, wir sind alle Christen hier. Wenn wir nicht zusammenleben, kann die Menschheit nur verlieren. Aufstehen, da 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 da, aufeinander zugehen. Wir wollen aufstehen, da 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 da, aufeinander zugehen. Das Ausfremden, Nachbar werden, das Gesicht heim und allein. Das Ausnachbar, Freunde werden, dafür setzen wir uns ein. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Wir wollen aufstehen, da 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 da, aufeinander zugehen, da 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 da. Aufstehen, da 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 da, aufeinander zugehen, da 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 da. Komm mal, komm mal. Ah, versuchen wir es ihm. Pani Mama. Ich habe das nicht so gut gemacht.